So, wir Hallo. sind wieder da. Willkommen zurück. Und diesmal machen wir mit George weiter, der einfach im Dschungel stehen blieb. So, der hat auf uns gewartet. Auf dass wir jetzt nicht erschossen werden. Mal wieder. Aber die Mörderin ist noch in Paris. Hören Sie mich? Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Freund. Ja? Freund. Ja, richtig. Ich bin Ihr Freund. Gefahr. Was? Die Welt ist in Gefahr. Susarrow. Wer ist Susarrow? Bloß ein paar Sekunden länger und er hätte mir viel mehr sagen können. Armer Kerl. Filzen wir ihn. Wer er auch war, er war mausetot. So etwas konnte ich blind. Tatsächlich machte ich es meistens so. Ich fand nichts, außer seinem Ausweis. Scholl Mondeli, der Mann, den ich hätte treffen sollen. Das ist irgendwie so wie bei der Frau, ne? Wir sollten die treffen und was ist? Die sind beide tot. Ach je. Na gut, damit ist unser Interview gelaufen. Es sah aus wie ein riesiges Omega-Zeichen. Und in der Mitte war eine Art Schlitz. Na dann müssen wir den füllen, würde ich mal sagen. Was haben wir denn da? Ein Foto. Die Werkbank war ein einziges Chaos. Aber ich war nicht um die halbe Welt geflogen, um über die Schlamperei anderer Leute zu meckern. Mitten in dem Durcheinander lag eine Postkarte. Sie kam aus England, aus einem Ort namens Glastonbury. Unterschrieben war sie mit Bruno. Bruno, also. Die Werkbank war ein einziges Chaos. Können wir die Lupe nehmen? Auf den zweiten Blick fand ich eine Lupe. Plötzlich war ich 5 Jahre alt und wieder in Kalifornien. Ich zündete gerade den Sonnenhut meines Vaters an. Aber Nice. ernsthaft, auf den zweiten Blick war da eine Lupe? Sonst gab es nichts von Interesse. Oh Gott, das hätten wir jetzt nicht rausgefunden. Da ist ein Schrank. Da ist eindeutig ein Schrank. Ein paar Umzugskartons. Anscheinend Doch wollte nicht. jemand schleunigst hier verschwinden. Sie waren in höchster Eile gepackt worden. Sie enthielten nichts, was ich hätte gebrauchen können. Aber er hat ihn nicht aufgemacht. Ja, das reicht schon. Er kann da reingucken. Ich sehe eine verdächtige Kiste. Ja, ich auch. Gucken wir noch mal auf der anderen Seite. Liegt hier irgendwas Glitzerndes? Eine verdächtige Platte. Oh mein Gott, eine Trittplatte. Der alte Trick mit der Druckplatte, wie? Okay, da öffnet sich dann wohl die Tür. Tja, und was machen wir jetzt mit der einsamen Kiste? Ich würde mal sagen, wir schieben die auf die verdächtige Trittplatte. Ah, okay, das ist ein sehr einfaches Rätsel. Trotzdem ist das Spiel ziemlich humorbeladen, finde ich. Ja. Manchmal auch ziemlich albern, die Szenen mit dem Ich weiß komischen. nicht, die Szene mit Loverboy hatten was. An der Wand war eine Art Gehäuse. Es hatte ein Loch in der Mitte. Können wir die Bierflasche hineinschieben? Natürlich. Die bricht doch eigentlich. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Na Na gut. gut. Hey, da war eigentlich eine Spitzhacke. Konnten wir die. Wo war die denn jetzt noch gleich? Oder war da nicht irgendwo eine. Oh, da ist Was ein ist das? Bett. Jetzt war nicht der richtige Moment für ein Nickerchen. Es sah nicht besonders gemütlich aus. Na, das eindeutig nicht. Na gut, bei dem haben wir jetzt alles geguckt. Ich denke mal, den Hebel finden wir vielleicht später. Weil wir haben jetzt eine Bierflasche, einen Flaschenöffner und die Lupe. Ich glaube nicht, dass mir da. Wir könnten versuchen, die Lupe da hinein zu tun, aber nein. Ich denke mal, die hat Die einen Lupe ist sinnvolleren Grund. viel zu vielseitig Moment. verwendbar, als dass ich sie wegschmeißen würde. Da oben ist. Ein Schacht. Aber erstmal diese Maschine da. Ach, wenn wir den Hebel haben, dann können wir die verdächtige Kiste hier reinziehen, bestimmt. Jedenfalls. Oh ja. Wahnsinn. Er hat das Ding also tatsächlich gebaut. Ob ich es wohl zum Laufen bringen konnte? Sollen wir es mal anmachen? Die Maschine stotterte wie ein Motor, dem der Sprit ausgeht. Na dann. Der Hebel war irgendwie mit den Gaszylindern verbunden. Ah!
glaube, wir haben es kaputt gemacht. Da geht sie dahin. Und Herr Scholl-Mondeli ist tot und kann sie nicht reparieren. Ich hatte Aufmerksamkeit erregt. Aber waren das die Guten oder die Bösen? Tja, ich denke mal... Gaszylinder. Die Zylinder waren an die Maschine des Erfinders angeschlossen. Wir können Hebel nehmen. Ja, erstmal schon mal einen Hebel. Ich nahm den Hebel. Die Tür war von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich würde einen anderen Ausgang finden müssen. Da ist ein Schlitz, aber man kann nicht durchgucken. Ja. Können wir noch was aus den Trümmern der Maschine retten? Sie war völlig zerstört. Jetzt war sie endgültig kaputt. Ja, toll, jetzt sagt das Gleiche in anderen Worten nochmal. Aber jetzt ernsthaft, das ging nur um den Hebel hier? Wir haben die ganze Maschine kaputt gemacht? Ja, für einen Hebel. Jetzt haben wir den blöden Hebel. Na gut. Das war Verschwendung. Wir sind sowas wie Maschinenvandalen. Der Stab sah aus, als hätte er die passende Größe für das Loch. Ja, dann rein da. Cool, er passt. Was ist passiert? Ich denke mal, dass wir jetzt... Oh ja, dann können wir die da vor diesen Schlitz ziehen und darauf... Welchen Schlitz, klettern. Ehrlich gesagt? Den da an der Wand. Weil hier ist auch noch, ja, aber oder? Da haben wir nicht das passende Teil. Nein, hier war ich glaube auch nicht, dass wir so schnell an das passende Teil rankommen. Da möchte wohl jemand nicht, dass wir unendlich Strom herstellen können. Ja, sonst würden die Strompreise sinken und wir könnten gratis zocken. So, reicht das? Ja. Jo. Und jetzt da an die Wand. Okay, ich denke mal, das ist kein bisschen auffällig. Nein, nein, das ist nicht auffällig. Gut. Was haben wir denn hier? Oh, warte, da leuchtet was. Auf einem schmalen Sims war ein Vogelnest. Ich kam aber nicht ran. So sehr ich es auch versuchte, haben wir irgendwas, ich kam was wir nicht werfen an das können? Nest ran. Wir haben eine miese Lupe. Das war keine besonders gute Idee. Na gut. Wir können die Bierflasche werfen. Ich hatte keinen Grund, das zu versuchen. Aber jetzt mal ehrlich, müssen wir irgendwas mit dem Nest machen? Na, ich glaube schon, aber noch nicht. Vielleicht finden wir dann nachher irgendwas wie einen Stock, den wir da nutzen können, um das Ding runterzuhauen. Okay. So. Sieht zwar nicht sehr stabil aus. Hält aber unser Gewicht. Da ist dieser Schlitz, siehst du? Ach, ja, jetzt sehe ich ihn auch. Danke. Damit hangeln wir uns um diese Ecke. Oh nein, jetzt geht's hier rüber. Juhu, wir sind draußen. Mussten wir jetzt nicht irgendwie einen Stock noch finden oder sowas? Keine Ahnung. Denke. Oh. Oh, das sieht praktisch aus. Guck mal, wie cool. Aus dem Augenwinkel entdeckte ich eine vertraute Gestalt. Harry hatte es also doch geschafft. Es war eine steinerne Statue. Die Rückseite war hohl. Darin waren die Überreste eines Feuers. Damit können wir die Lupe verwenden, nehme ich an. Ja. Aber ich frage mich, was mit dem Ei gewesen wäre. Das Holz schwelte ein bisschen, aber es wollte nicht brennen. Na toll. Vielleicht brauchen wir das Nest, um das anzuzünden? Ja, okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da nochmal hin, ne? Oder? Ich schätze. Naja, weil wir konnten noch irgendwas mit den Gasflaschen machen. Ich... meine, mit einem Feuerzeug oder der Lupe könnten wir die vielleicht mit Licht zur Detonation bringen, aber... Ja toll, dann bringen wir noch mehr zum Explodieren. Wenn wir schon kaputt machen, dann richtig. Na gut, jedenfalls war da draußen der Mörder, das ist natürlich schön. Aber dieser Buschmann wartet sozusagen
unser Australier. Ist doch einer, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher, was die Konnotation des Wortes ist. Na gut, können wir den Stock vielleicht wieder rausnehmen? Das wäre eine Idee. Ich zog den Stab aus dem Loch in der Wand. Manche Stäbe sind so gut, dass man sie wiederverwerten kann. Okay, aber hier kann man nichts mehr machen? Nein, ich fürchte jetzt die Maschine. Jetzt war sie endgültig kaputt. Ja. Na gut, man kann auch hier nicht noch mehr zum Explodieren bringen. Okay, wir haben diesen Stock. Und hauen da das Nest runter. Dann denke ich mal, dass man da das Nest damit runterkriegt, genau. So, liebe Zuschauer, da sind wir schon mal wieder ein Stück weiter. Es ist nicht ganz so, dass wir nur hängen bleiben, ne? Jo. Bisher läuft's ganz gut. Damit war es geschafft. Ich hoffe, da waren keine Eier mehr drin. Ich denke mal nun, nicht. Eventuelle Eier sind jetzt eigelb. Nein, Mick. Du bist gemein. Ich weiß. Aber ich bin auch zu irgendwelchen Goths gemein und zeige ihnen Patronenhülsen. Ja, okay, das stimmt. Na, willst du wohl da hoch? So, dann haben wir es jetzt wieder rüber geschafft. Okay, erneut. Wir sind jetzt wieder hier. Auf die Idee mit dem Stock hätten wir auch vorher kommen können. Ja. Packen das Vogelnest? Das würde mir als Anzünder dienen. Weißt du, ich ahne Schlimmes. Wir müssen gleich rennen, denke ich mal. Vielleicht. Oder eine Sequenz. Oh, bitte, lass es eine Sequenz. Ich tippe auf Sequenz. Sehen Sie doch, Monsieur! Das Böse! Es ist da! Achso, wenigstens sind die Kerle mit den Waffen schon mal weg. Nein! Diese Geräusche! Ich wette, der Monsieur hat eine Automatikpistole. Nein. George, schnell hierher! Lauf! Ihr Idioten, es ist nur ein Trick. Kommt sofort zurück. Jetzt lauf aber. Oh Gott, nein. Ich muss laufen. Tötet sie. Hilfe. Mein Gott, das haben geklappt. Da habe ich alles nicht geplant, Kumpel. Während der verrückte Australier mir das Leben rettete, wurde mir eines klar. Ich würde nicht nach Idaho ins Büro zurückkehren. Ich hatte genug von Patenten. Nein, ich würde nach England gehen, um den geheimnisvollen Bruno zu suchen. Sehr riskant. Solange es nicht der Bruno aus Österreich ist. Um kaum einen anderen Ort der Welt ranken sich mehr Legenden und mystische Erzählungen. Angeblich ist Josef von Arimathea aus dem Heiligen Land hierher gereist. Und zwar nicht, um überteuerte Kristalle zu kaufen. Irgendwo zwischen all dem New Age Hokuspokus war ein Mann namens Bruno. Und ich würde ihn finden. Also, was ist denn das für ein Kerl, der Österreich? Nein, der aus dem Kinofilm, Marie. Okay. Kann man die Windmühle nicht angucken? Nee. Nein, aber vielleicht können wir in diesem Shops nutzlose Glaskugeln kaufen und wunderbar. Die auf die Bösewichte werfen. Das ist natürlich der Bruno dann, ne? Ja, den können wir auch finden. Wo war der jetzt? Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. War hier jetzt nicht auf der Seite dieser Shop? Ich glaube, der war auf der anderen Seite. Da unten. Ach so, ja, und okay. Und da finden wir einen Herrn. Sollen wir den erst anquatschen? Absolut. Absolut. Guten Morgen. Das sagt sich leicht für Sie, nicht wahr? Wieso? Ist der nicht gut? Nein, Sir. Überhaupt nicht. Was ist denn so schlimm daran, wenn ich fragen darf? Das würden Sie nicht verstehen. Vielleicht doch. Unmöglich, Sir. Es sei denn, Sie sind Vater. Und das sind Sie nicht, oder? Nein, aber woher wussten Sie das? Sehen Sie mal in den Spiegel. Unreif, keine Sorgenfalten. Optimistische Ausstrahlung. Das ist ja toll.
Also was kann nur ein Vater verstehen? Ich könnte es Ihnen sagen, aber Sie würden es nicht begreifen. Möglicherweise doch. Ich habe mal Urzeitkrebse aufgezogen. Komplizierter kann das auch nicht sein. Also gut. Haben Sie vom alljährlichen Glastonbury Festival für Populärmusik gehört? Das Glastonbury Festival für Populärmusik? Eins der populärsten Festivals für Populärmusik, die es in der Populärmusikwelt gibt. Meine Tochter Melissa ist dieses Jahr hingegangen. Gegen meinen Wunsch, versteht sich. Sie sind kein Freund von Musikfestivals, nicht wahr? Mein lieber Junge, eine Horde halbnackter Jugendlicher taumelt entrückt im Takt hirnloser Musik herum. Zu essen gibt es nur Hippie-Fastfood, zu trinken verdächtiges Hexengebräu. Und alle stehen unter dem Einfluss halluzinogener Drogen. Ist das etwa Ihre Vorstellung von Spaß? Mir würde das gefallen. Wie bitte? Ich sagte, hat es Ihrer Tochter gefallen? Sie ist nicht zurückgekommen. Aha. Haben Sie mit der Polizei gesprochen? Das geht die Polizei nichts an. Melissa hat mich angerufen und gesagt, dass sie nicht mehr heimkommt. Sie hat von einer Nummer in Glastonbury angerufen. Sie muss noch hier sein. Und wenn sie sich mit jemandem eingelassen hat, ich habe meine Flinte im Land Rover. Flinte? Doppellauf, 30er Kaliber. Zur Vertilgung von Ungeziefer. Na dann. Vielleicht sollten wir dem den Ausweis zeigen? Ich glaube... Sagt Ihnen dieser Ausweis irgendetwas? Ihnen gehört er nicht. Hab den Kerl nie gesehen. Haben Sie den gefunden? Ja. Dann sollten Sie ihn auf dem Polizeirevier abgeben. Naja, der will ja auch nicht zur Polizei. Erkennen Sie das? Der Glastonbury Tor. Was wissen Sie über den Tor? Guter Platz für eine Artilleriestellung. Gut, okay, danke. Der Mann gefällt mir. Ich heiße George Stobbart. Ein Yankee, wie? Colonel Butley, Rutland Lancers 3. Bataillon im Ruhestand. Irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass Sie Soldat sind. Tja, man kriegt zwar den Kerl aus der Armee, aber die Armee nicht aus dem Kerl, was? Vielleicht lag es daran. Oder auch an der Aura von latent vorhandener Gewalt, die ihn umgab. Okay, das war's, was der zu sagen hat. Ja. Nein, da kommt man nicht weiter. Hier, vielleicht. Nein. Hallo? Ist da jemand? Immer diese Leute, die ihre Haustüren abschließen. Ja, aber wo war jetzt dieser Hokuspokus-Laden? Der war doch auf der Seite da. Oh, gefunden. Gefunden! So, dann gehen wir da einfach mal rein. Bitte keine Mörder. Und bitte keine Preise größer als 255 Euro. No. Gitzi. Wir kaufen ich wollte da eh keins nichts von den Büchern haben. Nicht meine Vorstellung vom Urlaubsschmöker. Siehst du, ich sagte doch, wir kaufen da eh nichts. Im Kasten war ein sternförmiges Objekt. Auf dem Kärtchen dabei stand Zeichen der Ahnen. Schützt vor alten Göttern und höheren Wesen. Das hätte ich vor ein paar Jahren gut gebrauchen können. Der Stern war ganz hübsch, aber ich musste ihn nicht haben. Na gut. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Aber es war eine Postkarte wie die, die wir haben? Gibt's hier nichts, was man mitnehmen kann, ohne dass der Kerl irgendwie... In einem Geschäft? Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das sah spannend aus. Ah, Sie haben mein kleines Lebenswerk entdeckt. Tja, für ein Lebenswerk ist es tatsächlich ziemlich klein. Wie meinen Sie das? Es ist ein Gedichtband. Die gibt's in allen Größen. Hübscher Einband. Danke. Von mir gestaltet. Ich verlege mich selbst. Die großen Verleger haben keinen Sinn für Spiritualität. Was bedeuten diese Münzen? Josef von Arimathea bringt den Heiligen Gral. Artus und Guinevere werden begraben. Und der heilige Michael besiegt oben auf dem Tor den Drachen. Jede Silbermünze zeigt eine Szene aus der Geschichte von Glastonbury. Geschichte? Hörte sich eher nach Folklore an. Aus Silber, sagten Sie? Naja, versilbert. Ein guter Freund stellt sie für mich her. Denn Blitze rannen durch mein Blut. O dunkle Morgana, o meine Morgana. O Blitze strömten durch mein Blut. Und feurig blitzte rot mein Blut. Ah. Eine dunkle Morgana. Was halten Sie davon? Nicht schlecht. Tja, ich war auch ganz zufrieden mit mir.
Oh Gott. Wobei ich da einen Fehler bemerken muss. Es handelt sich dabei um den Erzengel Michael und nicht um den Heiligen. Hey. Warte. Da oben ist irgendwas. Was haben wir jetzt angewählt? Okay, erstmal oben. An der Wand hing eine Schautafel mit ausführlichen Informationen über Pentagramme. Eine Kurzbeschreibung hätte auch genügt. Ich wollte die Schautafel nicht mitnehmen. Nein? Na gut, keine halt. Ich wollte die unheimlichen Büchlein nicht. Die Auslage war voller unheimlicher Büchlein. Die Rosenkreuzer und das Reality TV. Das Aleister Crowley Kochbuch. Henochische Magie, ein Schnellkurs. Und hinter jedem Titel ein trauriger Autor mit Tantiemenvertrag.